Liebe Hörerinnen und Hörer von Klassikradio, schön, dass Sie bei unserem Livestream dabei waren. Ich habe versprochen, dass wir noch ein Interview mit den beiden Protagonisten haben. Und da sind Sie, die wunderbare Martha Argerich und der wunderbare Mischa Majski. Schön, dass Sie beide noch etwas Zeit haben. Danke. Es freut mich, hier zu sein. Ja, mir auch. Und mit Mischa zu spielen, das ist immer so eine... Darf ich fragen, wie lange ihr euch schon kennt? Wir haben das genau jetzt darüber gesprochen. Ich habe 45 Jahre. Genau. Genau. Und nur noch 4 Monate. Dann, um ein Kompliment zu machen, dann habt ihr euch kennengelernt, als ihr 5 und 6 Jahre alt wart. Bestimmt. Genau. Bestimmt. Heißt, ihr seid ein gutes Team, ein Team? Nicht sofort. Wir haben nicht gewusst. Aber ich habe ihn gehört, ich habe gedacht, ich sollte auch mit einem anderen spielen. Und ich habe gedacht, nein, es ist mit ihm möchte ich. Weißt du? Ja. Große Ehre. Für mich sicher. Und, du hast sehr viele Pianisten. Und sehr gute Pianisten. Ja, aber. Ja. Aber eine ist wie. Ich bin sehr glücklicher Cellist. Ja, wirklich. Mit Pianisten. Mit Pianisten. Nicht nur, aber mit Pianisten auch. Ja, ich hatte noch in Russland, in Moskau mit Radu Lupu. Ja. Ganze Beethoven, alle Sonatenvariationen gespielt, 69. Aber doch, mit niemand. Ich hatte so lange und so ganz besondere Beziehung wie mit Matula. Keine wie Martha. Naja, wir sprechen dauernd so. Ja. Gibt es wir sprechen so viel. Wir sprechen so viel, aber... Okay. Naja. Dann lass uns doch bitte doch ganz kurz darüber sprechen, nach diesem wunderbaren Abend. Viele Zuschauer haben das gesehen. Wir sind hier in der Synagoge. Genau. Wunderschön, ja. Ist das nicht ein wunderschöner Bau? Es ist wunderschön. Ja. Und es war immer... wie alt ist diese Synagoge? Das ist in den... Oh, das ist schon, ich glaube, weit nach noch dem Wiederaufbau. Noch älter als wir. Ja, einiges älter sogar. Ich glaube, das ist in den 1910, 20er Jahren erbaut worden. Ja. Und dann 1938 ist die Synagoge ja Gott sei Dank erhalten geblieben. Wieso? Ja, aber das war... Ja. Es war ein Zufall. Zufall. Sagt man. Ja, ja. Ein glücklicher Zufall. Ja. Wie fühlt sich das an, für euch beide hier zu spielen, musizieren? Meistens ist ein goldener Dreh, das habe ich das erste Mal gemacht. Mischa spielt das so, aber ich hatte etwas Angst. Aber dann war ich nervös. Ist passiert. Na, sehr. Ehrfürchtig, demütig. Wie sagt man, sehr nervös, weil ich dachte, ich konnte nicht. Eine Stelle und so machen. Ich habe das die letzten Tage geübt. Ja. Und gestern, ich habe mit ihm nicht probiert, weil ich war im Konzert von Piotr Andruszewski. Und wir haben nur heute uns ein bisschen gesehen. Und ich hatte überhaupt nicht geschlafen, auch nur so ein bisschen so. Aber jetzt, es ist anders. Ich fühle mich, ja. Also ihr seid glücklich und zufrieden. Relieved. Ich habe euch üben hören. Wann? Hier? Nein, im Hotel. Einmal, glaube ich, Nova. Ich wohne genau über euch. Ah, so. Genau, also da dachte ich schon, das ist aber gut. Ja. Nein, es war wirklich fabelhaft. Mischa, ganz kurz noch zu diesem besonderen Ort hier. Ja. Weil es ist nicht nur ein beeindruckender Ort von der Optik her, sondern er hat natürlich auch eine Geschichte, die einen mitträgt, glaube ich, oder? Ja. Wie fühlt man sich? Es fühlt sich wahrscheinlich anders an, Kol Nidrei hier zu spielen, als an anderen Orten. Ja, ganz sicher. Ganz besondere Atmosphäre. Und es ist wirklich schwer mit Worten zu beschreiben. Ja. Auch nicht nur wegen mein schlimmes Deutsch. Fabelhaftes Deutsch. Oder Englisch oder Russisch. Mhm. Darum, ich probiere alles zu erzählen mit Musik. Die Gefühle nach draußen zu tragen. Ja, verstehe. Martha, das war das dritte Konzert hier. Ja. Und das letzte. Das erste Mal letzte. Ja. Das nächste Lausitz-Festival kommt, das nächste Argerich-Festival in Hamburg kommt. Mehr. Corona. Adios. Und ich danke beiden sehr. Es danke dir. War großartig. Und wir sehen uns jetzt zum Essen, oder? Ja. Merci. Danke. Dankeschön. Danke.